Heute Citybus-Manager, wie versprochen. Ich glaube, der Schicknick, der freut sich, glaube ich, schon drauf, oder? Das ist doch ein etwas anderer Citybus-Manager. Ich gebe ehrlich zu, ich habe schon mehrere gespielt. Der hat eigentlich was Besonderes, finde ich. Bei dem Citybus-Manager sind DLCs dabei, und zwar für Kontinente, wo ich mir gedacht habe, okay, warum muss ich da extra DLCs runterladen? Ich würde sagen, wir schauen uns mal ein neues Spiel. Hier fällt schon mal was auf. Ihr könnt auswählen, wo ihr spielen wollt. Also Asien zum Beispiel. Ihr könnt Mitteleuropa nehmen, Deutschland zum Beispiel. Also ich würd halt Österreich spielen, das, was ich kenne. Ich zeig's mal. Ich gehe mal auf Österreich. Und ich sage jetzt Zeltweg, ja. Also ich tippe einfach Zeltweg ein. 1840 Zeltweg tatsächlich. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann kann ich sagen, okay, was möchte ich haben? Also im Normalmodus, im Sandbox oder Experte. In der Sandbox könnt ihr alles machen, aber ich würde jetzt die normale spielen. Also ich würde jetzt nicht Sandbox spielen, sondern normal. Das heißt, wir fangen an von Scratch. Wir spielen die Story. Ich zeige euch einmal, warum ich finde, dass es geil ist. Geht jetzt mal auf Spiel starten. Er lädt jetzt mal. Also wie gesagt, es ist ein Manager. Ne? Ich kann jetzt nicht fahren. Es ist jetzt kein Simulator. Ne? Es ist ein Manager. Und jetzt kommt nämlich das, dass er sagt, wo willst du deinen Standort haben? Und jetzt holt er sich die Original-Maps. Die sind wirklich original. Das ist tatsächlich Zeltweg. Und hier ist, da hinten ist Judenburg. Hier. Und hier ist Knittelfeld. Hier hinten. Wenn ich hier ranzoome, vor allem, er holt sich auch alles. Er holt sich jede Pizzeria, jedes, alles, was irgendwie eingetragen ist. Also er holt sich alle reellen Daten. Das ist also wirklich reell zu spielen. Hier oben, hier ist der A1-Ring da oben. Hier ist der Flugplatz. Hier oben ist Platschach. Hier ist der A1-Ring zum Beispiel. Hier sieht man eh. Das ist der A1-Ring, ne? Also jetzt Red Bull-Ring, ne? Das ist der Red Bull-Ring. Und hier ist die Bulls-Lane. Finde ich krass. Also man kann wirklich bei sich zu Hause spielen. Da, wo ihr euch auskennt. Und jetzt kann man sagen, okay, wo willst denn du eigentlich dein Depot haben? Und von dort fahrt ihr dann weg. So, dann setzen wir es hin. Wir haben hier, hier ist der Bahnhof. Hier ist ein Puff. Hier ist die Unterführung und hier ist ein Puff. Aber egal. Fahren wir beim Puff vorbei. Hier ist der Grill vorne, genau. Hier, okay. Hier ist die Burg. Okay, dann stellen wir. Ich würde sagen, wir machen hier bei der Burg, bauen wir hin. Hier machen wir das Depot. Bap, Depot. Jawohl. Ihr müsst auch euer Office bauen. Also, wir müssen zuerst mal. Hier ist der Empfangsraum dann. Also, er sagt jetzt einmal, ich muss jetzt einmal bewegen. Okay. Tutorial. Ja, Tutorial. Passt. So. Ich brauche ein Service Center. Okay. Hier kommt das Service Center und ich brauche dann seitliche Räume. Ich gehe jetzt mal auf Service Center. Und dann gibt es hier Service Center bauen. Dann kann man das mal vergrößern. Ja, ich vergrößere das mal seitlich, weil ich weiß, ich brauche viel Platz. So. Hier ist der Eingang. Und dann brauchen wir Service Schalter. Weil wir haben dann auch Personal und so weiter. Mit R kann ich es drehen. Ja, Shani, grüß dich. Machen hier drei Schalter hin, würde ich sagen. Einmal, zweimal. Ich mache gleich drei. Ich baue gleich ein bisschen größer. Drei Schalter. Und ich brauche ein bisschen was zu sitzen. Ja, weil die Leute haben irgendwie nämlich einen Bock zu stehen. Und ihr könnt dann auch ranzoomen. Ne? Also ihr könnt dann zum genau einrichten, weil ihr könnt auch hier Sachen aufstellen und so weiter. Aber wir machen jetzt mal das Tutorial. Schöner machen wir später. Wir stellen mal hier zwei hin und hier zwei hin. Sieht gut aus. Ja, läuft. So, wir brauchen einen Flur. Und in dem Flur stehen dann auch Sachen drinnen. Deswegen brauchen wir ein bisschen einen größeren Flur. Und den werden wir den dahinter machen. Oder davor. Wir machen den Flur dahinter. Wir bauen da gleich ein bisschen aus. Wir machen hier gleich schon einen schönen Flur. Flur. Läuft. Also ihr müsst auch bauen ein bisschen. Ne? So, jetzt bauen wir Türen. Getönte Tür. Machen wir eine links, eine rechts. Ich stehe halt drauf, wenn es symmetrisch ist. Ne? Man merkt es gerade. Einen Rand des Typs Büro. Wir brauchen auch ein Büro. Wo die Leute dann auch reinkommen. Das heißt, wir bauen hier mal ein Büro an. Das können wir dann hier gleich vergrößern. Machen wir gleich groß genug. Büro. Eine Tür. Machen wir. Das heißt, wir werden hier einbauen. Hier einbauen.
Passt, dann können die hier durchrennen. Einen Stehschreibtisch im Büro. Okay, Stehschreibtisch. Stehschreibtisch. Warum auch immer. Mal ranzoomen, wie sieht der aus? Drehen mit R. Den kann man hier. Könnte man eigentlich an die Wand stellen, ne? Nicht erreichbar. Really? Warum? Jetzt ist erreichbar. Ja, okay, dann stellen wir den mal an die Wand hier. Passt. Und eine Sitzmöglichkeit. Hätte auch noch gern. Warum? Die Mitarbeiter sollen nicht sitzen, die sollen hakeln. So, läuft. Seit wann müssen Mitarbeiter sitzen? Übrigens, es wird dann noch relativ lustig, denn man kriegt auch Bewertungen, ja. Und ich kommentiere gerne die Bewertungen von Kunden, von den Arschlöchern. So, Küche. Wir bauen noch eine Küche. Küche bauen wir hinten ran. Bauen wir hier noch meine Küche ran. Okay, Küche. Hier brauchen wir natürlich. Wir brauchen eine Tür. Tür. Bin ich gespannt, ja, ich auch. So, Getränkeautomat. Alter Schwede, was die alles brauchen. Getränkeautomat. Ein Kühlschrank. Ey, machen die Urlaub auf Arbeit oder was? Geht doch gar nicht. Kühlschrank. Läuft. Badezimmer. Klo brauchen sie auch. Unvorstellbar, oder? Dass Leute. Ich verstehe das nicht. Das geht doch nicht. Aber ich bin netter. Passt mal auf. Ich baue jetzt da mal ein Klo ran. Also Chef bin ich ja netter. Wir bauen mal eine Tür ein. Dass wir das Klo gehen können. So, und jetzt bauen wir einen Klos ein, ne? Wir bauen Klos. Eine Toilette. Schön hier an die Wand hier. Schön rampitschen hier. Einmal, zweimal. Zweimal, dreimal. Drei Klos. Und wir lassen es offen. Ich finde, das trägt doch bei zur Kollegialität. Oder? Wenn man so sitzt und dann sitzt einer daneben und da kann man reden mit dem. Das finde ich okay. Das mag ich. Das. Wenn der kein Klopapier hat, hey, kannst du mir dein Klopapier geben? Ja, warte, ich gebe dir mal mein Klopapier und so. Ja, 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 okay. Gefällt mir. Waschbecken, ich bin noch fair, ich baue noch ein Waschbecken hin. Weil da stehe ich schon drauf, dass sie Hände waschen, ne? Also, das sollen sie schon machen. Also, Hände waschen wäre nicht schlecht. Ihr findet das auch gut. Ja, finde ich gut, oder? Das ist halt so Atmosphäre. Weißt du? Und jetzt zur Atmosphäre trägt natürlich auch bei. Das muss ich auch dazu sagen. Wenn da noch Fenster sind und man kann so richtig die Aussicht genießen am Klo, oder? Top! Sieht man rein, raus, kann man kommunizieren. Mag ich. Gefällt mir. Haut hin. Gefällt mir. Mag ich. Okay. So, somit hätten wir mal unser Grundgebäude gebaut, ne? Ja, wir haben drei Schalter, Sitzmöglichkeiten. Wir können dann noch schmücken und so weiter, denn da unten steht das. Dekorationsbewertung, 3%. Man kann dann Blumen aufstellen und so Zeug und dass sich die wohlfühlen und so. Bäh! Mitarbeiter, die sich wohlfühlen. Ah, ekelhaft. Jetzt bauen wir. Ich muss nur schauen, wie das aussieht wegen den Busstellplätzen. Das muss ich vorher schauen, wie groß die sind. Ob ich die seitlich hinkriege. Machen wir hier ein paar kleine. Möchte aber in die Richtung bauen. Warum lässt du mich nicht in die Richtung bauen? Ich schau mal, was er hier wegen der Straße macht. Kann ich die hier hinbauen? Klein? Und da passt nur einer rein. Ne, dann will ich das eigentlich wieder weg haben hier. Weil wir können jetzt mal nur kleine Stellplätze bauen. Das heißt, wir bauen jetzt mal drei kleine Stellplätze. Grünzeug. Wollt ihr Grünzeug sehen bei Charles? Wollt ihr mal Grünzeug sehen? Warte mal. Kann ich das hier? Grünzeug. Ich war ja heute einkaufen. Und ich habe mir was geleistet. Und zwar, der ist echt. Das ist ein echter. Guck mal. Der ist echt. Riecht auch. Hallo? Weihnachten. Ach, mit Glocke und so, guck. Das ist mit der Glocke. Guck. Ja. Steht hier. Gefällt mir. Tannenbaum. Ja, genau, richtig, ja. Ja, gefällt mir.
Haben wir zwei gekauft. Ich habe einen und meine Frau hat auch einen drinnen stehen. So, jetzt geht's los. Wir brauchen Busse. Wir müssen Busse kaufen. Wir haben da unten das Menü Marktplatz. Wir können normale Busse selber, also wir können die Busse kaufen. Kann man dir schon Bewerbungen schicken fürs Arbeiten? Ja, wenn du gratis arbeitest, kannst du dich bewerben. Wir haben hier 38 Fahrgäste. Wir kaufen mal so einen Sprinter, oder? Jeder muss doch einen Sprinter haben, oder? Ein Sprinter fängt man an. Das ist der Sprinter. Ich zeige euch da noch was. Was hättet ihr denn gern für eine Dachfarbe? Hellblau, Dachhellblau. Hellblau. So hellblau oder so? So richtig schön hellblau, so? Busfarbe, warte, ich mach die mal aus. Das wäre hellblau. Hellblau. Und was machen wir rundherum? So weiß? Oder eher so richtig arges rot oder was sagt ihr? Oder so weiß-blau kommt sexy. Weiß-blau mal für den ersten Bus. Gelbton, ein Gelbton hätte der Schick nicht gerne. Einen Gelbton. Gelb-blau sieht schon hart aus, ne? Sieht richtig hart aus. Und jetzt kommt noch was der Hammer ist. Warte, ich setze mich da mal rüber. Nein, falsch. Hier will ich hin. Und zwar, ich habe das schon gemacht. Man kann auch Sticker und so weiter drauf tun und man kann Sticker importieren. Ja, das mache ich jetzt mal schnell. Ich muss nur schauen, wo hier mein Logo ist. Ich habe jetzt mein Logo importiert. Ich kann jetzt mein Logo raufkleben. Guckt euch das an, ihr könnt Logos raufkleben. Man kann eigene Sticker raufkleben. Guckt euch das an. Also kleiner, größer mal. Hammer, ne? Nein, Alter, ist das gut. Läuft, oder? Wie geil ist das? Fertig. Hier ist der erste Bus. Kennzeichen. Hier machen wir ein anderes. LMAA. Ah, warte mal, wie kann ich das wegnehmen? Er heißt LMAA1. Ah, wer nicht weiß, was das heißt, googelt's. So. Wir müssen zwei Busse kaufen. Also wir haben jetzt mal einen Sprinter. Okay? Cool. Cooles Teil, oder? Läuft. Wir brauchen noch einen zweiten Bus. Es gibt dann auch Gebrauchte, nur die sind kaputt. Da muss man dann auch reparieren, weil es gibt auch Reparatur und so weiter. Das kommt dann alles noch. Aber wir kaufen uns nochmal jetzt mal einen Zito, oder? Jetzt werden wir uns einen Zito holen. Oh, okay. Welche Farbe der? Jetzt kommt ein anderer dran. Lady Liz, was hättest du gern für eine Dachfarbe? Alles, was dein Herz begehrt. Alles. Ja, da kann man ruhig einen größeren aufkleben. Oh ja, ah, das ist sexy, oder? Wollte ich mal meinen Bus unternehmen. Oh, dort kommt ein dicker, fetter Charles rauf. Ja, läuft. Damn it. So muss... Hier können wir ein kleines anbringen. Das sieht schon geil aus, oder? Pink. 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 So. So pink. Und Dach schwarz, oder was? Oder hell oder dunkel, ist mir egal. Nein. So? Was sagst du? Sexy? Gefällt dir oder pinker? Oder wirklich, also echt rosa, ne? Echt mehr pink. So, richtig. Knallig pink, oder? So. Ja, sexy. Gehört dir, nehme ich. Aber eigentlich muss ich nochmal umbenennen. Warte, das war da eigentlich nicht LMMA. Sondern der Nick 1 war das. Das ist der Nick 1. Ja, der Nick. Ja. Und hier, weil ihr habt ja die Lackierungen gemacht. Ah, das ist die Elise. Ja? Lady Elise. Läuft. Du bist sind sehr, eure Busse. Ja, super. Sind also eure Busse jetzt. Ist schon krass pink, ne?
Ist schon richtig extrem pink. Aber mein Logo ist drauf. Kann ich nicht meckern. Solange meine Logos drauf sind, läuft's. Jetzt haben wir zwei Busse. Jetzt brauchen wir 6 Spinde. Und zwar funktioniert es so, warum auch immer, jeder von diesen blöden Mitarbeitern braucht einen Spind. Ja, also deswegen haben wir hier so einen großen Raum. Das heißt, wir müssen Spinde kaufen. Keine Ahnung, warum die so einen Spind brauchen. Flur, Spind, ja, und die kommen da rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cool, 6 Spind. So, läuft. Das hätten wir mal. Das wäre noch viel, viel mehr, drum habe ich den Raum größer gemacht. Also, er braucht wirklich für jeden einen Raum. Und dann hier noch Büro, werden wir hier vergrößern. Klo, weiß ich, ist mir wurscht. Dann stelle ich Not rein. Ist doch gut, oder? Ich könnte hier auch noch Klos reinmachen. Hier habe ich schon 3, das heißt, hier passen nochmal 3 rein. Hier nochmal. Ja, läuft. Können doch 9 Leute. Ey, mit 9 Leuten am Klo. Läuft. Hat sowas von Bundesheer-Feeling oder so. Aber warte, hier mal ja auch noch Fenster rein. Ist total unpersönlich. Ich will Fenster haben, warte mal. Das war Badezimmer, Fenster. Ich brauche hier noch Fenster. Das ist Service Center. Gibt es keine Fenster? Tür? Mülleimer? Warum gibt es keine Fenster? Aber hinten kann ich schon den Monitor hinklatschen. Batsch. So, fertig. Wir brauchen Mitarbeiter. Ich würde sagen, ich nehme mal einen. Den da. Den nehme ich einmal. Den Azubi. Läuft. Fährt sicher gut. Und dann nehme ich noch. Na komm, nehmen wir den noch. Den Anfänger. Komm. Schauen wir, dass wir es einigermaßen gehen. Du kannst Conan anstellen. Conan? Wo ist der Conan? Conan! Conan! Okay, ja, passt. Okay, Conan, ne? Allein wegen einem Namen, ne? Der Conan Ruprecht. Einstellen. Der ist nichts, ne? Nicht freundlich, nicht zuverlässig, gar nichts. Alter, wehe, der macht Scheiße, ja, der Mighty. Ich kann die umnennen, alter Schwede. Okay, das ist der Conan. Aitier. So heißt er. Der Conan Aitier. Mach ich irgendwer Bus fahren von euch? Wer will Bus fahren? Blamone. Ha! Blamone. Und die Jana. Okay, Jana ist das nächste dran. Das wird Blamone werden. Blamone. Ich brauche noch eine Menge Fahrer. Blamone, guck mal an. Blamone fährt auch für mich. Das läuft. Läuft. So. Wer ist Mechaniker? Kennt sich irgendwer aus mit Mechaniken? Ist irgendwer Mechaniker von euch? Hier, der Mechaniker. Den benennen wir mal schnell mal um. So, das ist der Chris X, ist es. Come on. Der Chris X läuft. Wehe, du schraubst Mist. Jetzt brauchen wir noch einen Forscher. Wer möchte Jana nicht forschen? Komm, die Jana, die ist Forscherin, oder? Die Jana läuft. So, jetzt brauchen wir noch eine Reinigungskraft. Wer putzt bei mir? So, wir brauchen noch einen Service-Mitarbeiter. Wer kennt sich ja? Wer? Die Triana. Das kriegt die Triana. Die Triana. Die Triana wird's. Das brauche ich gar nicht überlegen. Die Triana, die hat gearbeitet im Callcenter. Die weiß, wie man mit den Kunden umgeht. Ja, das passt. Läuft. So, schauen wir mal. Schauen wir mal. Einigermaßen. Aber das ist ein Typ. Habe ich hier nicht eine Pupsi? Hier. Einstellen. Passt. Service-Mitarbeiter. Umbenennen. Zwar, das ist die brave Triana. Oh, läuft. Puschelchen wollte putzen. Wirklich? Kann ich ja noch machen. Dann putzt der Chef später. Dann putze ich später. Puschelchen, alles klar? Puschelchen. Ist mir eh lieber, wenn ich meine Finger nicht dreckig mache. Wir bauen einmal nach hinten. Weil wir machen das hinten, die Tankstelle und so weiter. Die Tanke bauen wir hier hinten rein. Die kommt ganz an die Grenze, wenn es geht. Jo, Tankstelle, passt. Waschanlage bauen wir auch noch. Schöne Waschanlage. Passt, Waschanlage haben wir auch. Läuft. Und die Hebebühne. Hebebühne, Hebebühne. Weil sonst kann unser Mechaniker nicht mechaniken. Passt. Läuft. Spritzt das Wasser rüber, aber das macht nichts.
Das macht nichts, das ist okay. Das ist okay. Setzt du die Kamera wieder um oder wolltest du so? Ach so. Danke. Danke fürs Erinnern. Ich merke das nicht, weil ich hier den Monitor habe. Ich schaue da nie hin, weißt du? So, wir sind noch immer nicht fertig. Wir fahren gleich Bus, keine Sorge. Aber man muss ja zuerst mal seine Mitarbeiter und so. Wir brauchen einen Lagerplatz. Warum brauchen wir Lagerplatz für die Ersatzteile? Ich habe auch gedacht, Alter, wozu brauche ich einen Lagerraum? Wir brauchen doch einen Lagerraum. So, den bauen wir mal da hinten dran. Hier sehe ich der Durchgang. Können Sie gleich hier durchmarschieren. Und hier bauen wir noch Regale, nämlich. Den machen wir hier. Hier stellen wir mal. Wie viel braucht er denn? Ein Regal. Nein, wir bauen gleich mehrere. Ich weiß, wir brauchen viele Ersatzteile. So, okay. Das heißt, wir haben das mal hingebaut. Jetzt geht's los. Öffne die Karte. Und jetzt sind wir ja original. Karte, ne? Haben wir gesagt. Ich bin in Zeltweg. Original. Geiles Spiel. So. Wir brauchen jetzt eine erste Linie mit 10, 15 Haltestellen. Das ist ganz schön viel. Hier ist das Depot. Hier unten kann man einblenden auch alles, dass er alles anzeigt und nicht anzeigt. Haltestellen. Hier gibt es nicht so viele Haltestellen, die er anzeigt. Ja, also es gibt zwar hier welche in der Steiermark, ich kenne die auch, aber die sind hier anscheinend nicht eingepflegt einfach. In Wien ist alles voll getackert damit, ja. Also mit Haltestellen. So, dann gehen wir auf Linien. Neue Linie. So. Eigene Linie. Und jetzt kann man sagen, okay, wo fahren wir weg? Und so weiter. Wir werden jetzt mal, wir fahren, denke ich mal, von... Oh ja, hier sind die, seht ihr? Sind die eingezeichnet hier? Haltestellen original. Wir werden fahren von Knittelfeld Gymnasium nach Zeltweg fahren wir. Oder umgekehrt. Zeltweg Hauptbahnhof, das ist hier. Eigentlich hier unten. Hier ist Hauptbahnhof. Hier. Bahnhof. Hier ist Hauptbahnhof. Fahren wir hier weg. Fuxin. Der Fuxin tatsächlich, den gibt's. Der Chines. Tatsächlich. Das ist der Chinese dort. Ja, es gibt tatsächlich einen Chinesen. So, wir fahren da runter. So, hier ist der Biller. Hier ist der Libro. Das ist hier. Bauen wir mal eine Haltestelle hin. Das passt. Dann fahren wir hier hoch. Beim Puff haben wir gesagt, müssen wir stehen bleiben. Wir bleiben beim Puff stehen. Einmal hier, aber da brauchen wir gar nicht nach Knittelfeld fahren. Oder so weit brauchen wir gar nicht fahren. Dann einmal natürlich hier. Kreisverkehr gerade weiter. Einmal Pausendorf. Wirtschaftszentrum bleiben wir stehen. Europaplatz. Warum fährst du da hinten rum? Danke. Hier ist der Kreisverkehr. Oh ja, hier ist auch Einkaufsstraße hier. Hier ist der Hofer. Bauen wir beim Hofer, bauen wir eine Haltestelle. Beim Friedhof, klar. Und dann Hauptplatz. Na? Hauptplatz. So. Jetzt fahren wir wieder zurück, oder? Dann dreht er um und fährt wieder retour. Weil wir müssen ja retour fahren auch wieder. Friedhof. Hofer. Ingerweg. Wirtschaftszentrum. Dorfgrund, Talhof, sind zwar mehr als 15, aber I don't care. Können wir wenigstens schön fahren. Fliegerhorst, Tulpengasse, richtig, beim Puff und fertig. Ah, das heißt, wir haben unsere erste Linie erstellt. Läuft. Fertig. Okay, und jetzt sagt er, wie oft soll er zur Hauptverkehrszeit fahren? Das ist hier unten. Und wie oft normal und von wann weg? Also ihr könnt von 6 Uhr... Naja, am Land steht man schon um 4 auf um 5. Das heißt, wir fahren um 5 weg bis um 21 Uhr. Und wenn ihr hier den Intervall verstellt, verstellt da oben auch, wie viele Busse ihr braucht. Aber ich habe nur 2 Busse. Das heißt, wir werden mit 2 Bussen fahren mit einem 20 Minuten Intervall und untertags mit 30 Minuten, würde ich sagen. Wenn ihr es ganz genau machen wollt, weil es ja auch ein geiler Simulator ist, geht ihr auf erweiterte Einstellungen. Dann könnt ihr wirklich auch exakt einstellen, wie lang soll er wo stehen bleiben und so weiter. Ja? Also man kann alles anpassen hier. Ja? Okay, dann bestätigen. Wir haben mal.
Aber ihr seht ihr, erwartetes Fahrgastaufkommen, ich habe schon wieder 30 bis 105. Meine Busse halten das ja gar nicht aus. Das heißt, wir brauchen dann größere. Aber wir bestätigen mal. Okay. Klicke auf den Kontostand. Ja, hier sehen wir, was wir so verbrauchen. Was die Tickets kosten. Und Kredit könnt ihr auch nehmen. Ja, also Kredite, wenn ihr Kohle braucht für Busse oder so. Das werden wir dann sehen, wenn ich mir sonst auch einen holen. Dass wir ein bisschen Busse kaufen können. Springen in der Zeit. Los geht's. Und jetzt, warte, Pause. Und jetzt müssen wir die Linien zuweisen. Wir müssen die zwei Busse jetzt zuweisen. Ne? Der eine fährt um 4.55 weg bis 14.05. Und der andere 5 bis 25. Und dann haben wir dann ein Problem. Ne? Weil wir haben nur zwei Busse. Wer fährt die Schicht danach? Wir müssen uns also nochmal zwei Busse holen. Kohle haben wir. Und zwei Fahrer brauchen wir noch. Also ihr könnt euch schon überlegen, wer bei mir Bus fahren will. Wir weisen jetzt einmal die zu. Zuerst fahren wir mal mit dem Sprinter weg. Und hier fährt Blamone. Na, der eine fährt hier. Hier fährt der Eitier fährt hier. Und hier fährt Blamone. Die legen jetzt los. Ich werde jetzt nur mal kurz auf Pause drücken. Wir werden uns schon mal schnell mal zwei Busse holen. Weil ich muss die Schicht am Nachmittag auch fahren können. Gibt es gebrauchtes, größeres? Nee, weil wir müssen erst in der Forschung die anderen Sachen. Oh, Solobus können wir schon mal freischalten. Kostet aber 5.000. Die schalten wir mal frei, die Forschung, weil die Jana forscht ja. Jana ist eine Forscherin. Die arbeitet schon. Guck. Bist eigentlich gestresst. Freundlich bist du. Anfänger bist du. Das ist okay. Stundenlohn. Soll ich kürzen oder? Reicht. Ah, es wird schon reichen. So, jetzt gehen wir aber schnell mal am Marktplatz. Holen uns nochmal zwei Zito, würde ich sagen. So, perfekt, oder? Perfekter Giles Flixbus. Wir brauchen jetzt noch zwei Fahrer. Wer fühlt sich denn befähigt von euch, Bus zu fahren? Da hat sich wer freiwillig gemeldet zum Busfahren, habe ich gehört. Shani fährt Bus. Läuft. Gott, der Kitsune fährt Bus. Der ist eh so gestresst. Komm, der will eh raus. Komm, der Kitsune fährt Bus. Komm. Der Kitsu fährt Bus. Ich verspreche es, ich bin auch so ein richtiger Arschloch-Chef. Also wirklich. Aber die Triana ist noch gar nicht da, weil wir sperren erst um 8 Uhr auf. Die pennt noch, die Triana, denke ich mal. Wer ist denn das? Ja, der Chris geht spazieren, ruht sich aus. Alter, arbeit was. Die Triana läuft herum, die brave Triana. Ich mag den Namen, alter Schwede. Hat wer die brave Triana gesehen? So, jetzt schauen wir mal, wie es unseren Bussen geht. Na? Wir wollen auch schauen, wie es denn geht. Busse. Die Auslastung sehen wir. Kennzeichen ist Nick 1. Na? Und Blamone fährt. Blamone fährt. Und hier fährt der Eitier fährt hier. Ja, man sieht auch hier ganz genau, wie viele Leute drin sitzen. Servus Megalanius. Oh, der Megalanius, den werden wir auch noch. Den setzen wir auch auf den Schalter. Megalanius ist. Oh, den setzen wir gleich auf den Schalter. Oder? Megalanius, der hilft der Triana. Guck, und so. Und oh, der Bus ist schon voll, ne? Guck. Der ist schon voll gefüllt. So, das heißt, wir brauchen noch Personal. Wir holen uns gleich nochmal Personal. Wir holen uns einen Service-Mitarbeiter. Der fleißige Megalanius. Ist das Video vorbei? Ja, Video ist vorbei. Dann erzähl ihnen von den zwei Videos. Hier gibt es noch zwei weitere Videos von meinem Kanal. Und den Abo-Button. Dann hier den Abo-Button für weitere Videos in Zukunft. Jetzt sag das mit der Glocke. Das mit der Glocke. Sag mal, Charles, wie dumm kann man sein? Ich hab doch gesagt, was Charlie gesagt hat. Das mit der Glocke.